Wenn wir uns heute ein Bild von Claude Monet ansehen, sind wir uns ziemlich einig, dass wir die Bilder fabelhaft finden. Deshalb findet man sie auf Tassen, Postkarten, Duschvorhängen und Regenschirmen wieder. Aber das war nicht immer so. Zur Zeit, als dieses Bild hier gemalt wurde, die Felder im Frühling, 1887 war das, da fand man das gar nicht gut. Schauen wir uns das Bild doch mal an. Wir sind einfach mittendrin. Ein Tag im Frühling. Man spürt die Hitze, den zarten Wind, der durch die Gräser zieht. Wir hören den Wind durch die Blätter streifen und man kann die Blumen riechen. Wunderbar. Genau diese Atmosphäre ist es, die Claude Monet begeistert hat. Die wollte er einfangen. Monet malte seine Bilder tatsächlich genau an den Orten, an denen er die Motive sah. Und das lag unter anderem auch daran, dass es zu dieser Zeit eine kleine Revolution gab, nämlich die Erfindung der Tube. Man konnte Farbe also mitnehmen. Restauratoren haben bei ihren Arbeiten auch festgestellt, dass tatsächlich Blütenpollen und teilweise sogar kleine Insekten in der Farbe mit drin steckten. Ein fantastisches Moment in der Malerei, aber eben nicht en vogue zu dieser Zeit. Man malte immer noch gerne große Geschichten, Historienbilder oder antike Mythen. Und auf einmal kommt da so ein Maler und malt einfach Leute, die auf einer Wiese stehen. Ganz schnell und ungezähm kommen die Pinselstriche auf das Bild. Die Farbe wird fast draufgeklatscht, eins neben das andere. Keine altmeisterliche Lasurmalerei mehr, wo die Farben durchschimmern und jedes kleine Detail mit einem Einhaarpinsel gemalt wurde. Und man nannte diese Art der Malerei Impressionismus. Das war eher abschätzig gemeint. Und heutzutage sagen wir, ach, der Impressionismus. Und da merkt man, wie schnell sich eine Sehgewohnheit verändert.